Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch diesen niedlichen kleinen Eierbecher machen. Keine Sorge, das Ei ist nicht mehr von Ostern. Wir kaufen die hartgekochten Eier einfach, damit wir immer noch welche zu Hause haben, ohne dann für ein Ei den Herd anmachen zu müssen. So, jetzt schauen wir uns aber mal den Eierbecher an. Er hat hier unten eine wunderbare Stehkante und ist auch wirklich sehr schön fest und formstabil. Wir haben hier gearbeitet mit reiner Baumwolle, das ist der Becher Anne für sich, plus einem Goldfaden für die wunderbaren Zierkanten und einem Schmuckstein. Also wie ihr seht, viel brauchen wir nicht, aber der Schmuckstein musste noch mit drauf. Schaut mal, wie schön der glitzert und funkelt. Aber auch wenn wir es mal umdrehen und schauen es uns nur von der Seite an, ohne Schmuckstein hat der Eierbecher auch was. Und so sieht der Frühstückstisch natürlich gleich schon ganz anders aus. Wenn man seine Frühstückseierchen in einem wunderschönen Eierbecher vor sich stehen hat. Und den kann man natürlich auch in allen verschiedenen Farben machen. So kann jeder seine eigene Wunschfarbe bekommen. So, ich mache heute mit euch einen in Grün. In Grau habe ich ja jetzt schon hier. Also ich brauche grüne Baumwolle. Ich benutze dafür die Gründelkottenpfanne. 50 Gramm auf 115 Meter, für die Nadelstärke 3 bis 4 geeignet, mit der Farbe 23. Dazu die Häkelnadel 3, eine Schere Maschenmarkierer Nadel, ein Schmuckstein, der glitzert auch schon so toll, guckt mal. Und natürlich für den Schmuckstein auch den Schmucksteinkleber. Ups, bleib stehen. Und für die Zierkanten habe ich hier diesen Goldfaden. Das ist ein etwas derberer Goldfaden, lässt sich wunderbar, wirklich sehr, sehr schön verhäkeln und auch sehr, sehr schön verstricken. Der Faden ist nicht ganz günstig, aber dafür sehr ergiebig. Hier haben wir wirklich sehr, sehr viel Faden drauf. Also ich versuche es mal hochzuheben. Da, das ist alles Goldfaden. Da ist wirklich ganz, ganz viel drauf auf der Spule. Und deswegen kann ich euch den nur empfehlen. So, alle Materialien, außer natürlich das, was man so zu Hause hat, packe ich euch unten in die Infobox. Da könnt ihr es euch mal genau anschauen. So, jetzt fangen wir erstmal mit unserem Eierbecher an. Ich mache eine Anfangsschlaufe und wir häkeln jetzt 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Diese 4 Luftmaschen schließen wir mit einer Kettmasche in die erste Masche zum Ring und in diesen Ring in die Mitte häkeln wir 6 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5 und die 6. So, in der nächsten Runde verdoppeln wir jede von diesen 6 Maschen. Also stehe ich mir in die erste Masche ein. Wie ihr seht, ich mache Spiralrunden. Häkel eine feste Masche und gleich noch einmal in die erste Masche rein und eine zweite feste Masche gemacht. In die zweite Masche kommen auch 2 Maschen. In die dritte auch und so geht das die ganze Runde weiter und die 12. So, damit haben wir die Reihe auch schon geschafft. Wir setzen uns den Maschenmarkierer, weil jetzt wird nur jede zweite Masche verdoppelt. Also stechen wir in die erste Masche ein und häkeln eine feste Masche und in die zweite kommen 2 feste Maschen. In die dritte Masche kommt wieder eine feste Masche, in die vierte wieder 2. So geht das jetzt die gesamte Runde weiter. So meine Lieben, die Reihe habe ich jetzt mal fertig gemacht. In der nächsten Reihe wird jede dritte Masche verdoppelt. Also bekommen die ersten beiden Maschen jeweils eine feste Masche und die dritte wird verdoppelt. So, dann in die 4 eine. In die 5 eine und die 6 wird wieder verdoppelt. Das machen wir jetzt die gesamte Runde so weiter.
So, meine Lieben, wenn die Runde beendet ist, machen wir uns jetzt eine Bruchkante. Und zwar stechen wir jetzt nicht mehr durch das gesamte Maschenglied, das heißt so nicht, sondern wir gehen nur durch das hintere. Nicht das, was uns anschaut, sondern durch das hintere. Und häkeln ein feste Maschen. In jedes Maschenglied nur durch das hintere, nicht durch das vordere, nur durch das hintere. Und in jede Masche eine feste Masche. Dann bekommen wir so eine wunderschöne Bruchkante. Und die Bruchkante brauchen wir dann auch für den Goldrand, aber das machen wir ganz zum Schluss, das Verzieren. Erst einmal unseren Eierbecher. Ihr seht, durch jede Masche, nur durch das hintere Maschenglied und eine feste Masche gemacht. So, Maschenmarkierer raus. In die letzte Masche soll natürlich auch noch eine Bruchkante. So, und Maschenmarkierer wieder rein. Jetzt kommt in jede Masche eine Masche. Und zwar häkeln wir uns nun in die Höhe auf ungefähr 3,5 bis 4 cm. Wir haben jetzt, wenn wir uns das mal anschauen, so, Ei nicht vom Tisch fallen. Hält er? Ja. So, wir haben jetzt diesen Bereich, haben wir jetzt gemacht. Und jetzt machen wir diesen. Und wenn ich das hier nach oben krempfe, sehen wir hier die Kante, die ja dann unser Rändchen wird. Und wenn ich jetzt an die Bruchkante anlege, ich lege jetzt einfach an die Bruchkante an und wir messen, da habe ich jetzt hier na glatt 3 cm in die Höhe. Man kann aber auch auf 4 cm gehen. Dann hätte man diesen ganzen Bereich für das Ei. Das sähe dann so aus. Da wäre das Ei dann noch ein bisschen mehr im Eierbecher drin bei 4 cm. Und bei 3 cm geht es nur bis hierhin. Das müsst ihr jetzt selber entscheiden, wie es euch am besten gefällt. So auf 4 cm und so auf 3 cm. Also nur bis hierhin. Und so lange machen wir jetzt hier Masche pro Masche. Ich häkle mich in Spiralrunden nach oben. Und wie ihr seht, einfach in jede Masche eine feste Masche. Das wälzt sich jetzt erstmal ein kleines bisschen, das bekommt aber dann noch seine Form. Dass das jetzt hier erstmal aussieht wie ein Hut, ist vollkommen normal. Mit der Bruchkante, die geht dann so nach innen und dann seht ihr schon, haben wir eigentlich nur diesen Rand. Aber da wir jetzt gerade auf beiden Seiten festhalten, sieht es gerade aus wie so ein kleiner Hut. Und so drehen wir jetzt unsere Runden, bis wir auf 3, 3,5 oder 4 cm Höhe sind. Weiter hoch würde ich nicht gehen, weiter runter würde ich allerdings auch nicht gehen. So, ich drehe mal meine Runden, bis wir unsere Höhe haben und wir sehen uns dann gleich wieder. So, meine Lieben, ich bin jetzt bei mir auf Höhe und wenn man den Boden ein bisschen nach innen drücken, steht das Ganze auch schon wunderbar. Und da kann das Ei jetzt mal Probeplatz nehmen. Und wie ihr seht, es hält das Ganze aus. Ich muss sagen, mit Grün gefällt es mir jetzt sogar schon viel besser als mit Grau.
So, wir setzen den Maschenmarkierer wieder ein. Und wir häkeln jetzt wieder nur in die Kante, die uns anschaut. Jetzt in dieser gesamten Runde und verdoppeln dabei jede dritte Masche. Also bekommen die ersten beiden Maschen nur eine feste Masche und die dritte bekommt zwei feste Maschen. Nur wieder in das Maschenglied, was uns anschaut. Also nicht so, sondern so. Und die dritte bekommt zwei feste Maschen. So, wenn die Runde beendet ist, kommt jetzt eine Reihe, wo wir in jede Masche eine feste Masche machen. Keine Verdopplung jetzt und auch durch das gesamte Maschenglied, also durch beide. Ganz gemütlich jetzt einfach in jede Masche eine feste Masche und dann haben wir im Prinzip unseren Rohling auch schon fertig. Dann müssen wir den nur noch verzieren. Maschenmarkierer raus und die letzte Masche. Faden abschneiden, durchziehen. Den können wir jetzt vernähen. Jetzt geht es wirklich nur noch um die Deko. Falls ihr eine haben wollt, ihr könnt den auch schon wunderbar so verwenden. Falls es ein bisschen schlichter sein soll oder so, geht das so auch schon wunderbar. Ihr seht, ich setze hier nochmal so nebenbei ein kleines Knötchen. Da steche ich rein. Dann bildet sich hier im Faden so eine kleine Schlaufe. Und dann gehe ich mit der Nadel nochmal durch die Schlaufe durch. Und ziehe das Ganze straff und schon haben wir ein Knötchen. Dann mal ganz kurz die Innenseite nach außen stülpen und die Nadel durch die Maschen innen durchführen. Dabei aber darauf achten, dass man nicht die Bruchkante fixieren, weil die brauchen wir ja dann noch. Noch einmal kurz nach oben und dann schneide ich den Faden schon ab. Das Ganze wieder umdrehen. So, wir müssen uns jetzt mal anschauen. An der Bruchkante knicken wir das Ganze und tun jetzt mal unser Ei hinein. Und schon haben wir den Eierbecher an und für sich fertig. Jetzt muss halt nur noch die Verzierung dran. Aber er ist schon einsatzbereit und wartet auf den Frühstückstisch. Und ich finde, so schlecht sieht er einfarbig jetzt auch nicht aus. So, für die Goldkanten nehme ich meinen Goldfaden. Ich mache sehr viel Faden vom Garn ab und lege ihn doppelt. Steche durch meine Maschen durch, oben am Rand, nehme den Goldfaden auf, setze meine erste Masche. Und jetzt haben wir ihn doppelt festgemacht. Ich habe beide Goldfäden auf der Hand, hier einmal, zweimal. Und jetzt häkle ich mit dem Goldfaden in jede Masche eine feste Masche. Achtet bitte dabei darauf, nicht zu viel Zug drauf zu legen, dass wir jetzt nicht den Eierbecher zusammenziehen, weil unser Goldfaden ist natürlich schmaler als unsere Baumwolle. Ich glaube, dafür müsste ich den auch drei- oder viermal nähen. Und jetzt mit festen Maschen einmal drumherum. Die schwierige Stelle ist immer da, wo wir genäht haben.
weil das sind unsere Maschen ja so gut wie zu. Aber da bohren wir uns einfach durch. So. Und gleich sind wir drumrum. So, und schließen tun wir das Ganze. Moment, jetzt muss ich gucken, dass ich beide Fäden noch erwische. Der eine, den ich mir extra gelegt habe, der wird langsam etwas kurz. Indem wir jetzt in die erste Masche unsere Goldkante einstechen und noch eine letzte feste Masche machen. So. Faden abschneiden, durchziehen. So, jetzt fädle ich den mit der Nadel noch so eins, zweimal durch die Masche durch. Und weil der mir jetzt wirklich hier zu kurz geraten ist zum Vernähen, normalerweise würde ich den jetzt vernähen, das habe ich hier bei dem auch gemacht, aber der ist mir jetzt hier eindeutig zu kurz. Nehme ich mir jetzt mal einen Tropfen Schmucksteinkleber und mache den hier ganz vorsichtig drauf, wo der Faden lang läuft. Dann löst er sich nämlich nicht mehr, weil ich kann den hier jetzt gerade nicht vernähen. Das ist unmöglich. Der ist mir definitiv zu kurz geraten. Aber das alles nochmal aufmachen und neu machen möchte ich auch nicht. Deswegen ein Tropfen Schmucksteinkleber. Löst jetzt das Problem. So, Faden abschneiden. Das trocknet jetzt vor sich hin. So, meine Lieben, in der Zwischenzeit ist mein Klebepunkt getrocknet. Und wie ihr seht, wunderbar transparent. Man sieht nichts mehr. Jetzt kann es weitergehen. Wir stechen hier unten in die Bruchkante ein. Sucht euch da irgendeine Stelle raus, die euch gut gefällt. So, jetzt nehme ich von dem Goldfaden ein ganz großes Stück ab. Na, so ungefähr. So, dass ich den dann hier wunderbar doppelt häkeln kann. Zieh's durch, mach's fest. Und jetzt kommt in jede Masche unserer Bruchkante eine feste Masche. Man sieht es ja hier wunderschön, wo die Bruchkante ist. Und da häkeln wir jetzt immer eine feste Masche rein. Falls euch übrigens wundert, wo das bunte Ei hin ist, ich habe es in der Zwischenzeit wieder in den Kühlschrank gebracht. Weil das war mir dann doch nicht so lange auf dem Schreibtisch und dann die warme Lampe drauf und Salmonellen lassen grüßen. Also lieber ganz schnell wieder damit in den Kühlschrank. So, und außerdem könnt ihr so auch schon schauen, dass es auch ohne Ei wirklich super steht. Und die letzte Kante. Okay, und um das jetzt zu schließen, eine Masche in unsere erste Goldmasche. Moment, hier habe ich einen Faden verloren. Und mit Druck will ich das hier nicht machen. Nicht, dass mir der Goldfaden reißt. Wäre schade drum. Abschneiden. Durchziehen. Ja, und vernähen. Und jetzt vernähen wir das. Ihr seht, ich gehe da einfach so ein paar Mal hin und her. Und setzt jetzt noch hier hinten ein Knötchen. So, jetzt mal noch eins, dann hält es wenigstens richtig gut. Und wenn wir das jetzt umkrempeln, haben wir hier im Prinzip schon unseren Rohling.
Aber wir wollen ihn ja auch mit dieser Schneeflocke verzieren. So, da könnt ihr jetzt gucken, wie ihr die Schneeflocke haben wollt. Wollt ihr sie mit auf den Kragen drauflegen? Das wäre dann ungefähr so. Oder mittig hier rein. Oder so ein bisschen hier oben hin. Das könnt ihr jetzt platzieren, wie ihr wollt. Ich platziere jetzt meine hier schön mittig. Schmucksteinkleber auf. Ein großer Klecks drauf. Da versuche ich immer nicht sparsam zu sein, weil der Kleber soll ja auch gut halten. Und wenn es so ein bisschen rüberläuft, wie es jetzt hier gerade ist, das gibt dem ganzen Schmuckstein noch ein bisschen Halt, weil dann wird er nämlich im Kleber eingefasst und er trocknet transparent. Das heißt, man sieht hinterher nichts mehr. Ihr seht, ich drücke das richtig rein, dass der Schmuckstein vom Kleber wirklich gut eingefasst ist. Mache dazu den ganzen Eierbecher ein bisschen breit. Deswegen habe ich zwei Finger drin. Jetzt gut reindrücken und trocknen lassen. Das lege ich mir jetzt einfach so hin. Das braucht jetzt na so 2-3 Stunden ungefähr. Dann verrutscht es schon mal nicht. Aber bis zu 12 Stunden, bis der Kleber vollständig durchgetrocknet ist. Also bei Schmucksteinkleber müsst ihr wirklich ein bisschen Zeit mitbringen. Aber dafür geht es schnell, einfach und es hält super. Ihr seht es ja hier, es hält einfach nur super. Hier, man kann dran rumziehen. Ihr seht, ich schnipse hier mit dem Daumen dagegen. Mein Nagellack leidet gerade ganz dolle. Aber der Schmuckstein, aber der Schmuckstein hält wirklich. Ich habe den auch so ein bisschen einfassen lassen, sieht man jetzt gerade nicht mehr, weil der Kleber transparent getrocknet ist. Also wie ihr seht, er verschwindet wirklich fast komplett. Von innen sieht man es auch nicht. Nö. Und so wird das dann bei diesem hier auch. Und wenn wir den jetzt schon mal probeweise hinstellen, seht ihr schon, er steht genauso wie der, wie eine 1. Und ein Ei passt da auch rein. So, meine Lieben, ich hoffe, ihr hattet jetzt viel Spaß bei dem Video mit euren wunderbaren neuen Eierbechern, dass so ein bisschen Farbe auf den Frühstückstisch kommt. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.